Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Heute geht es um jemanden, den wir eigentlich immer gebrauchen können, und zwar um Stormtrooper. Der kann wunderbar eingesetzt werden, zum Beispiel bei dem AT-AT oder im Tantive IV Hallway, Bespin Carbon Freezing Chamber, auch immer gern genommen, da ein paar Stormtrooper reinzusetzen. Das heißt, den können wir immer gut gebrauchen. In der TVC 2024 herausgekommen mit der VC Nummer 231, ist 2022 auch schon mal rausgekommen. Das heißt, das hier ist bereits eine Re-Release-Version. Ob diese was taugt, ob wir damit was anfangen können, das werden wir uns jetzt anschauen. From the Quantum Storm Star Wars Collection. Das ist er also, der Stormtrooper in seinem Schneewittchensarg. Den werden wir natürlich gleich mal befreien. Bevor wir das machen, gucken wir uns noch mal kurz Karte an. Ist natürlich hier wieder punched, nur die wenigsten sind unpunched. Generell ist es natürlich so, wir haben hier das Star Wars Logo mit den zwei Rennbahnen da drum. Das Warning Zeichen, das ist mittlerweile von oben nach unten gewandert. Und wir haben hier die TVC 2.2 Karte, so nenne ich sie. 2.2 deswegen, weil wir jetzt hier wieder mehr diesen Eindruck haben von der alten Vintage Collection bzw. von der VOTC, also von der Vintage Original Trilogy Collection. Respektive von der Vintage The Saga Collection. Also das ist jetzt die neuere Version. Karte ist auch stabiler geworden, im Gegensatz zu den etwas älteren Karten. Kann man eigentlich gar nicht meckern. Ne? Also hier VC 231. Sehen wir aber nachher alles noch in den Detailbildern. Dann werden wir den Stormtrooper mal aus seinem Schneewittchensarg befreien. Da haben wir natürlich den obligatorischen Zettel, dass man sich nicht verschlucken soll an dem ganzen Stormtrooper. Hatte ich eigentlich auch nicht vor. Aber besser einmal mehr gewarnt als einmal zu wenig. Man kennt ja seine Pappenheime. So, dann haben wir hier den E11 Blaster. Und da ist er, der Stormtrooper. Was wir schon mal sehen können, wir haben einen Blasterhalter. Passt der Blaster da auch rein? Gucken wir mal. Ja, doch. Kann man machen. Blasterhalter funktioniert. Der Holster, den wir hier haben, Blasterhalter ist natürlich nicht ganz richtig, Holster wäre natürlich besser. Tja, der ist an dem Gurt angeformt, der Gurt, der ist aber nicht lösbar. Man kann diesen Halter natürlich auch sehr gut versehentlich abreißen. Da bitte einmal darauf achten, dass das nicht passiert. Blaster legen wir einmal hier hin. Wie sieht das aus? Die ganz normalen Artikulationspunkte, das heißt also Nacken- oder Halsgelenk. Wir haben Schultergelenk, Handgelenk. Hüften können auch rotieren. Wir sehen hier diese Ansätze, die sind alle aus Gummi. Dann haben wir Knie- und Fußgelenke. Alles, wie es sein soll.
kann dieser Stormtrooper überhaupt eine Waffe halten? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ja, grundsätzlich ja. Doch, das sieht sehr gut aus. Der kann die Waffe gut halten. Und jetzt wäre nur noch die Frage, kann ich ihn gut positionieren? Dafür nehmen wir dich erstmal wieder ab. Stehen bleiben. Doch, das klappt. Stehen tut er. Schön ist immer, wenn sich diese Figuren auch hinknien können. Die Frage ist nur, kann er das überhaupt? Das Problem ist nämlich, genau hier an dieser Stelle, wie mir scheint, ich müsste ja zum Hinknien ein Bein nach vorne bekommen. Und das scheint mir tatsächlich nicht so gut zu funktionieren. Es sei denn, ich mache das so. Aber das sieht jetzt mehr aus, als würde er sich ballerinenartig irgendwo hingesetzt haben. Aber okay, das würde vielleicht noch gerade funktionieren, dass man das Ganze so macht, dass man also das Bein hier einmal herausdreht. Dann ist es allerdings auch so, dass der Oberschenkel letzt und schlussendlich nicht mehr oben ist, sondern an der Seite. Aber das könnte dazu führen, dass wir es schaffen könnten, diese Figur sich hinknien zu lassen. Ich werde mir das nachher nochmal angucken. Ich würde vermuten, es geht. Allerdings müsste ich dafür den Fuß auch drehen können. Und das kann ich hier, glaube ich, vergessen. Um den Fuß jetzt sozusagen einmal in die Richtung gucken zu lassen, müsste ich jetzt das Ganze... Oh, das sieht so aus, als hätte er sich den Fuß gebrochen. Ich glaube, das kann ich nicht machen. Da wird es schon schwierig, den Stormtrooper sich so hinknien zu lassen. Naja, mit viel Geduld könnte es funktionieren. Das werde ich mir dann später einmal angucken. Aber man sieht schon hier, das Problem ist wirklich, er kriegt das Knie nicht am Boden. Und dabei hat er ja eigentlich schon seine Platte da liegen. Also hier diese Platte. Oh, ich sehe gerade. Färbt ab. Ah, da muss ich mir dann nochmal was anderes überlegen. Zum Hinknien ist er nicht geboren worden. Das kann man, glaube ich, so sehen. Gucken wir uns an. Also artikulationsmäßig, ja, die Figur steht gut. Das, glaube ich, kann man so sagen. Ja, ne? Also wir sehen, Figur steht, ne? Waffe kann sie halten. Sonst können sie liegen, allerdings ist zum Liegen, müsste ich den Kopf hier in den Nacken, ne? Damit sie vielleicht so auf dem Boden liegen kann, schießen kann. Aber da ist leider das Gesicht dann immer im Staub drin. Und das ist natürlich auch nicht möglich, dass wir sie hier nach vorne gucken lassen. Schade eigentlich. Aber lässt sich wohl auch nicht ändern. Das heißt, die Figur ist so schon ganz in Ordnung. Also wir werden gleich bei den Detailbildern auch noch mal ein paar Real-World-Bilder sehen. Und dann schauen wir uns das Ganze an.
So sieht der Stormtrooper also aus der Nähe aus. Was haltet ihr von dem Stormtrooper? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe für die Version seinerzeit 19,90 Euro bezahlt. Dann schoss dieser Stormtrooper in vielen Geschäften auf 22,90 Euro hoch, bevor er dann am Amazon Prime Day irgendwie für 13,99 Euro wieder verkauft worden ist. Für 13,99 Euro kann man sich natürlich nochmal den einen oder anderen Stormtrooper kaufen, weil wie gesagt, brauchen tut man den ja in vielen Fällen. Damit wären wir auch schon wieder am Ende der Vorstellung angekommen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder den ganzen Kanal abonniert. Das würde mir natürlich sehr helfen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Bis denn und tschüss.